Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Starpoint Gemini 2, der deutschen Version 1.0 ist released worden, jetzt am Wochenende. Und freut mich irgendwie ganz besonders, denn wie oft sieht man schon mal Early Access Spiele, die tatsächlich auch released werden und auch im Grunde das einhalten, was sie versprechen, wie zum Beispiel diese Meuchelmord-Mission für 3000 Credits, die ich mir nochmal eben abgreife. Denn Nebenmissionen sind aufgetaucht, als ich das erste Mal hier gelandet bin. Und da werde ich direkt mal einige von machen, aber keine Taximission. Nur die Sachen, die man sowieso mal Positiv. ganz schnell mal eben Kurswechsel. Jawohl, Sir. Maschinen machen sind auf kann. Höchstleistung. Ja, einerseits könnte ich natürlich so mich auch gerade deswegen so freuen, weil ein Spiel, was ich persönlich halt ziemlich interessant fand und hier auch schon Let's Plays hat, dann kurzerhand von seiner Firma verlassen wurde mit den Worten: Ja, bla 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 bla, dann könnt ihr selber weitermachen und oh, hier und da. Aber im Grunde hieß es so viel wie: Hey, wir haben ja schon unser Geld, kein Bock mehr. Wir setzen da jetzt eine 1.0 vor und geben euch Feindliches dann den Ziel erfasst. Source-Code, sodass ihr dann den Rest machen könnt. Fand ich echt ätzend. Und diese Firma werde ich wohl in Zukunft auch meiden, so gut es geht. Ist allerdings nicht das erste Spiel, was mich davon enttäuscht. Auch die letzten Titel fand ich alle eher, ja, vielversprechend, aber dann doch Automatische nicht Protokolle einhaltend. aktivieren. Alle Waffen auf Aber Automatik. jetzt wollen wir hier einen Meuchelmord verüben gegen diesen Ein weiteres feindliches Feind Schiff hier ist hinten. erledigt. Und irgendein Mission netter Kollege hat abgeschlossen. sich wohl dasselbe gedacht und ist dabei auch noch draufgegangen, sodass wir hier direkt doppelt absahen können. Ist das nicht der Hammer? Das nenne ich mal einen glücklichen Treffer. Und hier ist aber noch irgendwo ein Feind gewesen. Ich habe ihn ganz genau vorbeifliegen sehen. Wo bist du? Wo? 1000 weg. Der will kämpfen. Ein Kanonenboot Shanghai. Schön getroffen. Der hat Laser. Ich glaube, ich werde mir auch Unsere Schilde dieses werden Mal werde ich schwächer. mir auch Laser vornehmen, denke ich. Ich blende mal eben das taktische Display ein mit der Shift-Taste. Weil wir hier noch nicht so viel Waffenauswahl mit dem Ding haben, dass wir da groß variieren können. Ja, vielleicht mal ein bisschen Energie ummodellieren. So, da sehen wir, da werden unsere Schilde direkt auch schneller wieder aufgeladen, wenn wir da ein bisschen Energie reinstecken. Und auf die Geschwindigkeit kommt es gerade eh nicht so an. Der düst hier. Ich hasse das, wenn die so nah rumdüsen. Dann kann man hier immer schlecht erkennen bei Gemini. Ich habe das lieber, wenn die so ein bisschen vorne sind. Ich glaube, da können wir gleich uns mal trauen, jetzt hier manuell zu schießen. Wenn wir wieder Energie haben, heißt das. Ich möchte hier keine Hämmer bzw. keine Mungus für opfern. Wobei, was schießt denn da auf uns? Ist da noch einer hinter uns? Sieht fast so aus. Na, Roger, der will nicht. automatische Feuersequenz wird fortgesetzt. Er reagiert nicht wirklich, aber da der jetzt wieder so nah ist, ist er auch echt schwer zu treffen. Selbst für die KI, da geht noch der ein oder andere Schuss mal daneben. Ich glaube, was immer da schießt, das schießt nicht auf uns, sondern auf ihn. Das schießt nämlich ganz klar an uns vorbei. Sonst wären unsere Schilder, glaube ich, schon in Mitleidenschaft gezogen. Schon wieder ein netter Kollege, der sich hoffentlich selber sprengt, sobald er seinen Auftrag hier erledigt hat. Ach komm, jetzt schieße ich. Das dauert hier viel zu lange. Oh, Gegenwehr. Gegenwehr. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein, schubs weg! Mann, wer fliegt denn da? Wir haben ein Haben wir feindliches ein bisschen Zielobjekt viel zerstört. gehoben? So, jetzt haben wir ihn erwischt. Und direkt ein bisschen Loop. Dann scannen wir nochmal eben diese Anomalie Neuer hier. Ich Wegpunkt denke bestätigt. zumindest, dass PTI-Protokolle eine werden ausgeführt. Wissenschaftsmission ein Scan ist. Würde ich zumindest stark von ausgehen. Ja. Oh, die sieht sogar ganz interessant aus hier. Ich habe die Grafik übrigens ein ganz klein wenig runtergeschraubt. Wundert euch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo dran das mit den Ruckler liegt. Aber ich werde es im Auge behalten. Sobald der nächste Patch mit, hey, wir haben die Performance verbessert, kommt, drehe ich sie wieder hoch. Denn es war ja nun nicht wirklich ein Anzeigeproblem. Also eigentlich war es ja recht flüssig, auch von der FPS her. Sondern lag wohl eher an dem Neuladen des Contents.
Entweder war meine Festplatte zu langsam oder ich habe einfach zu viel. Die Scan-Ergebnisse werden an unsere Datenbank weitergeleitet. Mission abgeschlossen. Dankeschön. Programme im Hintergrund laufen, wie zum Beispiel das Sound- und Videoaufnahmeprogramm. Und dann wollen wir uns die nächste Hauptmission hier endlich mal anschauen noch in dieser Folge. Ich habe mir sagen lassen, ich hätte nicht auf Hard starten sollen. Denn Hard ist wirklich hart. Gerade in der Mission merkt man das ganz gut, wenn man Zeit hat. Ich werde mich aber selbst davon überzeugen. Würde ich wissen, was das war? Ich gehe mal einfach in die Geschütztouransicht. Ach, Blitze! Hier im Nebel zucken Blitze. Ah, wenn man sich erinnert daran, an der letzten Folge, wo das erste Mal Nebel war, wie kompliziert ruckelig das noch war. Und jetzt hat man hier ganz schön den Nebel mit Blitzen. Sieht gut aus. Naja, aber heute läuft ganz gut. Und da ist nochmal unser Schiff. Die Tunga. Was ist die Tunga? Taurus. Oh, Tunga und Taurus. Wie konnte ich mich da vertun? 18.000 Kilometer, ich denke, da springe ich ein bisschen vor, weil ich schon wieder hier aus Versehen die Maschinen abschalte. Bis später. Fangen Feinde in der Nähe. So, wir haben Feinde gefunden unter Welt hier aus der Bruderschaft. Kanonenboot Luna und Kanonenboot Radan. Da legen wir uns, denke ich, mit an. Wir können dann hier direkt mal hier vielleicht ein bisschen was testen. Automatische Protokolle aktiviert. Hier zum Beispiel diese Vergeltung hier. Ach, die kommt schon wieder so nah. Was haben die denn? Hallo? Also, wir benutzen hier das falsche Parfüm, befürchte ich. Das Schiff sieht ja lustig aus. Eine Sphäre. Doch, Borgs. Taktisches Display an. Und dann ein bisschen Abstand gewinnen, solange wir noch Energie auf den Antrieb haben. Und dann satteln wir um, drehen auf Hälfte und machen eine Kehrtwende. In der Hoffnung, dann einen von diesen Freckels hier zu erledigen. Vor allem die Sphäre. Haben wir schon wieder eine Mungus fertig? Ja. Wie Schilde zusammen? Oh, Schildbooster. Eines unserer Systeme wurde schwer beschädigt. Eieiei, welches? Das kann man hier sehen. Ich sehe es gerade allerdings nicht. Normalerweise müsste sich das hier verfärben. Aber ein Ziel haben wir. Da tauchte schon Neues aus. Oh, ich glaube, wir sind in der Nähe einer feindlichen Mission. Taktikoffizier berichtet von Feinden in der Gegend. Ja, es sind mehr geworden. Ich glaube, wir müssen auf den Loot verzichten. Und verziehen uns lieber. Da ist ein Wegpunkt. Die Protokolle werden ausgeführt. Ein Wurmluft. Oh, da ist sie. Die Vanquish. Okay, volle Kraft voraus, alle Energie auf Schilde und Antrieb. Feind in Sensorreichweite. Aber immerhin sind ein paar Erfahrungspunkte rausgesprungen, die uns geholfen haben, aufzuleveln auf Level 2. Und Waffen zu deaktivieren klingt gut. Unsere Waffen aufladen klingt auch sehr gut. Also Vergeltung wird hier, glaube ich, mein Liebling werden. Ich denke Taktik und Vergeltung. Sensoren empfangen Feinde das in der Nähe. Das klingt sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da fit sind, bevor wir beim Wegpunkt sind, wo wir hinwollen. Da unten, jawohl, wir fliegen natürlich in die wir falsche berechnen Richtung. Die neuen Koordinaten. Waren da, oh, schaut euch mal das Radar an. Haben wir eine Tarnvorrichtung? Nein. Hey, mir gefiel das erste Schiff besser, mit dem man gestartet hat. Das mit dieser Tarnvorrichtung. Taktikoffizier berichtet von Feinden in der Gegend. Ich glaube, ich lande mal einmal zwischen eben. Wer weiß, was uns jawohl, da bei der Sir. Mission erwartet. Wir berechnen die neuen Koordinaten. Und ich habe immer Hoffnung, dass dann ein bisschen vielleicht die Gegner die spawnen. Wir sind gerade in der Nähe hiervon. Von Memphis aus der Gladius-Gruppe. Vielleicht treffen wir Elvis-Leute. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen, hier Elvis-Lieder zu trällern. Ich befürchte, dass... würde nur wieder zu eigenartigen Kommentaren führen. Alle Energie wird auf die Maschinen geleitet. Ach, das brauchen wir nicht. Wir sind doch da in Memphis. Und, oh. Prothetik. Hier, sehr teuer zu verkaufen. Prothetik. Prothetik. Ja, Geld. Ich glaube, wir könnten eventuell sogar schon mal
waffentechnisch ein bisschen aufrüsten. Sollen wir das machen? Schon mal auf Laser gehen? Finde ich eigentlich ganz interessant. Ne? Und hier haben wir den Razor mit 9 Schaden pro Sekunde. Durchschnittlicher Schaden 9. Müsste man sich jetzt hier ausrechnen. 18. Keine Ahnung, ob das Ding hier stärker ist. Ich glaube, da warten wir dann doch noch mal ein bisschen. Vielleicht können wir den ja erweitern hier mit einem kleinen Upgrade. Waffengenauigkeit nicht unbedingt. Schildschaden wäre vielleicht ganz interessant. Chance auf Crit, Treffer und Crit Schaden, ja. Batterieenergieaufladung. EMP-Schaden, Schildschaden. Ich glaube, das erste hier. Das Artemis gefällt mir noch am besten. Ein bisschen mehr Rundschaden und dafür auch ein bisschen schneller aufladen. Gönnen wir uns das. Bleiben wir erstmal bei dem Schiff. 50k Credits. Nicht so die Welt, ne? Ah, ich spare. Gucken wir uns jetzt erstmal an, wie schwer die Mission ist. Positiv. Endlich. Kurswechsel. Bestätigt. Maschinen auf Overdrive. Das Schiff sieht ja irgendwie ganz cool aus. Wir hätten das mal eben umlackieren sollen. Ein bisschen Handel machen. Ich bin gerade noch mal am Gucken, aber das war nicht hier, ne? Offiziere, Ausrüstung. Ne, beim Flug konnte man das, glaube ich, nicht neu designen. Da müssen wir landen. Das war im Trockendock. Die Frequenzen sind besetzt. Neue Missionen werden angeboten. Verschwimmt auch so ein bisschen hier so am Rand im Nebel, ne? Das sieht echt gut aus. Also Grafik finde ich echt... Also, was das Spiel spielt, neues Spiel hier. Nach der kleinen Pause. Oh, ein Kampf am Ende des Trinity-Raums. Du bist es, Adrian. Bitte hilf mir, dieses Ungeziefer loszuwerden. Aber selbstverständlich, Kumpel. Wir sind für dich da. Jawohl, Sir. Maschinen sind auf Höchstleistung. Wie viel haben wir? 800. Oh, wir können schon schießen. Roger. Automatische Feuersequenz wird fortgesetzt. Direkt hier mal alles Mögliche in die Waffen stecken. Anscheinend scheinen die sich ja nicht für uns zu interessieren hier. Oh, die sind aber hart. 2 Mungus hat er hier schon abgekriegt und hat immer noch Schilder. Und nervt uns, indem er schon wieder auf Knutschfühlung geht. Was machen die Schiffe denn? Also mal ernsthaft, ich habe ja nichts gegen ein bisschen Körperkontakt, aber... also in manchen Situationen geht das doch zu weit. Ich aktiviere hier mal den Flottenbonus in der Hoffnung, dass es auf unsere Flotte, also dass dieses Schiff hier zu unserer Flotte zählt. Komm, wenn wir eins schon mal ausgeschaltet haben, ist doch schon mal schön. Nummer 2. Ah, ist auch schon dahin. Danke für die Hilfe. Ich schätze, bitte schön, Kumpel. Ja, das oh ja. Ich tatsächlich. Wieso weißt du davon? Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Und es interessiert mich auch nicht. Meine Anweisungen lauteten, es dir zu senden, falls etwas passiert. Insofern, hier, nimm das verdammte Ding. Es hat mich beinahe Kopf und Kragen gekostet. Und falls du genauso verrückt nach Gefahr bist wie dein Vater, dann kann ich dir einen möglichen Aufenthaltsort eines anderen Schiffs mit solch einem Kern geben. Yukon. Waldmannsheil. Ja, danke. Waldmannsheil. Direkt hier noch eine Gefangennahme. Nehmen Sie das markierte Schiff gefangen. Geht sowas? Oh, das versuche ich mal zu... Das hatten wir noch nicht. Das ist neu. Ziel soll zum Feuer lebendig sein. Trinity die Freistaaten bieten eine Belohnung für die Festnahme eines örtlichen Soldats. Ja, das testen wir doch mal direkt aus. Und die erste Story-Mission mit 60.000... Oh, man kriegt Geld durch die Story-Mission. Leute! Gefangennahme. Da schießen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht so sehr drauf. Nee, das wollen wir entern. Ich glaube, wir haben 22 Leute. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie viele hier an Bord sind. 16. Das wird ganz schön eng. Wir sind am Ziel. Deck wird durchsucht. Unsere Trooper fallen zurück. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Da braucht man ein größeres Schiff. Schade. Traktorstrahl wird aktiviert. So?
Kann man den binden, ohne den zu übernehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da müssen wir mal eben in die Geschützturmansicht gehen. Na, es scheint bei uns zu bleiben. Wo ist die nächste Station? Da oben. Da mal einen Wegpunkt. Abwehrschilde versagen. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist der Wegpunkt. Da unten ist der Wegpunkt. Jetzt kann ich natürlich hinten die Schilde kaum sehen. Na, der kann das natürlich unter vollem Feuer hier jetzt nehmen. Aber er bleibt dran hängen. Also wir können jetzt inzwischen auch Schiffe abschleppen, die... Unsere Schilde sind gefallen. Warnung. Schiffssystem im Begriff zu die uns feindlich gesonnen sind. Aber ich glaube, die Idee ist gerade nicht so gut. Schilde wiederhergestellt, Sir. Mal eben ablenken. Das wird ja hier ein Eiertanz hier, den zu der Station da hinten zu bringen. Oh, wir sind auch sehr gut vorangekommen. Können wir das auch mit Energy of Engines machen? Folgt ihr uns immer noch? Ja, Tatsache. Das geht. Schiffbooster an. Geschwindigkeitsbooster an. Die Gefangennahme, die wird was. Auf jeden Fall mal eine interessante Mission hier. Oh, nicht abdrehen. Ach. Falsche Sicht. Montiert. Neuer Wegpunkt bestätigt. Da, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Oh nein. Ich hoffe, das gibt hier kein Problem jetzt mit denen. Der Idiot, der schießt immer noch auf uns. Das macht nichts. Sie halten noch eben. Bin ich mir ganz sicher. Ah, müssen wir doch nochmal eine Schleife fliegen. Den letzten Booster möchte ich nicht dafür ausgeben. Ich könnte hier Verteidigung nochmal anschmeißen. Abwehrschild initiiert. Und dieses Ausweichmanöver hier. Ah, da ist unser Energiepool. So, jetzt müssten wir sofort. Rumpfschaden erreicht kritische Werte. Ja, kommen wir auch auf zu schießen. Ach, man kann im Kampf ja nicht mehr andocken. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich habe das Ziel eben hier. Zählt das nicht vielleicht? Naja, unsere Kollegen, schade. Aber die Aktion war zumindest ein Versuch wert. Da sind uns leider die Sicherheitskräfte hier in Memphis dazwischen geraten. Kurs und angepasst. Die Tatsache, jawohl, Sir. Dass Maschinen ja schon sind auf Höchstleistung. In der Mitte der Beta das Ganze deaktiviert wurde, dass man während des Kampfes andocken kann. Immerhin finden wir ein paar Thoriumhülsen und ein paar Shards. 3000 Lohn, es dürfen nur die Reparaturen nicht teurer werden. Nein, das passt. Wir sind auf jeden Fall hier auf die Mungus echt stark angewiesen. Wenn ihr euch erinnert, früher habe ich die Hammer, unsere letzte schwere Waffe, die schwere Waffe im ersten Schiff letztes Mal kaum gebraucht. Diesmal sieht die Welt schon anders aus. Aber diesmal kriegen wir auch deutlich mehr Geld und können wahrscheinlich bald hier sogar aufrüsten. Ich schieße sogar schon heimlich mal aufs nächste Schiff. Aber erstmal müssten wir ein, zwei Schiffe entern können. Vielleicht kriegen wir auch hier schon was. Railgun-Schaden. Wir haben im Moment noch eine Railgun, aber ich bin letztes Mal schon auf Railgun gegangen. Ich würde gern auf irgendwas anderes gehen. Der klingt schon mal nicht schlecht, wenn wir schon eine Flotte hätten. Eventuell auch schon mal einen Söldner anheuern. Gehalt 20.000. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier monatlich gilt oder einmalig. Mussten wir uns. Aber wir können noch gar nicht. Unser Rang ist noch nicht hoch genug. Okay, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich für die zweite Folge Starpoint Jiminy 2 Released Vollversion und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Euer Schumbock.